Herzlich willkommen zurück bei Greifer Company. Ich bin's immer noch oder mal wieder oder wie auch immer, der Greifer, und es geht weiter mit einer neuen Folge Mountain Blade Warband. In der letzten Folge war ich ja zu meiner Burg gelaufen, wo ich mir dann ein paar meiner Leute umdisponiert habe, also ja, naja, die Garnisonen verändert habe, und jetzt möchte ich halt nur noch ein bisschen die Gefangenen hier reinstopfen. Quatsch, ich wollte die Grafen reinstopfen und die anderen mitnehmen, in der Hoffnung, dass ich die irgendwo mal verkauft kriege. Damit ich hier mit den schönen Gefangenen auch mal Geld machen kann. Kann gar nicht alle mitnehmen. Ist aber traurig. Schade eigentlich. Gut, da muss einer halt da bleiben. Ist auch nicht so schlimm. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch irgendeinen wieder in die Burg reinschmeiße, den. Und dann ist es das erstmal gewesen. Um halt die Gefangenen jetzt auch verkaufen zu können, sollte ich mal zur nächsten Stadt laufen. Ich entscheide mich für die Sarazenenstadt, denn von dort aus kann ich danach direkt hier rüber ins grüne Land gehen und dann da ein wenig Unheil stiften. Das war so mein Plan. Schau ich doch mal, ob das auch so funktioniert. Ja, in der Nacht dauert das immer alles ein bisschen länger hier. Einige Einheiten können befördert werden, das gefällt mir. Ich brauche neue Scharmützler. Scharmützler. Ein paar neue Scharmützler. So, das war das. Dann weiter, weiter, auf zur Stadt. Jetzt zeige ich mit meinem Geld aus, geht so. So, dann will ich doch mal schauen und hoffen, dass da auch ein Lösegeldvermittler ist, der mir dann die ganzen Gefangenen auch abkaufen tut. Also abkauft. So. Kaufen tut. Schlechtes Deutsch, ne? Gut. Einmal in die Schenke. Das ist die Schenkenfrau. Das ist ein Spinner, 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 Spinner. Alles nur Spinner. Hat sich erledigt. Wieso gibt es hier eigentlich keine Lösegeldvermittler mehr? Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich reite quer durch die Wüste, aber das bringt sowieso nichts. Dementsprechend werde ich jetzt hier rüber reiten und schauen, ob dort nicht jemand ist, der sich mit mir ein wenig prügeln möchte. Okay, ich habe mal meine Einheiten bezahlt. Das ist auch schön. Die müssen ja auch mal ihr Geld erhalten. Ich würde halt wirklich gerne die Gefangenen loswerden, bevor ich hier Krieg spiele. Sonst habe ich die unnötig dabei. Aber gut, ich schau mal. Erstmal reite ich jetzt dahin und dann verprügele ich eventuell noch 1, 2 von den Gegnern. Ja, wenn ich dann Level habe, das ist auch nicht mehr so weit entfernt, muss ich mal schauen, dass ich meine Anführerschaft erhöhe, um eben noch ein paar mehr Leute mit mir führen zu können, damit ich den Krieg etwas schöner gestalten kann. Weil mit 70, wenn jetzt hier einer mit 200 kommt, habe ich ein heftiges Problem. Ich meine, gut, es ist zu gewinnen, aber es ist schon sehr schwierig dann. Und hier sind schon Spuren von Leuten mit 170 Leuten, also ist schon nicht mehr so gut. Mal schauen. Ich überfall jetzt einfach das Dorf hier. Da wird schon einer von den Gegnern von ganz alleine kommen. Dann ist die Sache kurz und schmerzlos. Und ich muss mich nicht lange mit Suchen von Gegnern rumquälen. Ja. Ich würde sagen, es kam keiner. Keiner wollte mich aufhalten, das Dorf abzufackeln. Natürlich ist jetzt schlecht fürs Dorf. Gut für mich. Ah, schöne Lebensmittel für meine Leute. Freuen die sich. Dörrfleisch, Käse, Wurst, Mann, so viel Nahrung, herrlich. Wenn die sich richtig freuen, die Viecher hier schlachte ich einfach, brauchen wir nicht. Das Fleisch kann ich verkaufen und dann, um halt wieder Platz in meinem Inventar zu schaffen, oh, einer ist noch. Um wieder Platz in meinem Inventar zu schaffen, werde ich jetzt auch losziehen und erstmal alles in der nächsten Stadt verkaufen. Dafür gehe ich jetzt zu dieser hier, in der Hoffnung, dass... Was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, ist egal. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal zur Stadt und werde dort mein Inventar wieder leeren. Ausbilden konnte ich auch wieder Leute. Waffenknecht bis zu einem Scharmützler. Armbrustschützen. Rekruten. Wachleute. Gut. Muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich mir auch noch ein bisschen Infanterie baue.
weil das wäre auch sehr erforderlich. Ja, ich weiß nicht genau, wieso keiner von den Gegnern gekommen ist und mich aufgehalten hat. Das jetzt, entzieht sich meines Verständnisses, aber das soll jetzt auch nicht das Problem sein. Okay, irgendeiner hat eine Burg gekriegt, ist mir auch relativ. Ja, ansonsten werde ich mich hier hinten wieder einmischen, weil da scheint der Krieg doch ein bisschen mehr im Gange zu sein. Die Grünen scheinen den Krieg nicht so wirklich gewollt zu haben, glaube ich. Sind da nicht so interessiert dran. Was ich, hier brennen einige Dörfer. Mein Dorf ist auch geplündert, ja, schönen Dank auch. Aber Gegner habe ich noch keine gesehen, zumindest keine von den Grünen. In der letzten Folge liefen ja auch einige von denen rum, aber jetzt ist mir noch keiner unter die Augen gekommen. Wie schade. Gut, ich werde gleich noch zu der Stadt hier gehen und dann mal schauen, ob ich da nicht einen Gegner finde, der sich ein bisschen mit mir prügeln möchte. Aber zuerst einmal verkaufen. Oh, da ist ein Grüner. Da ist einer. Oh nein, das sind zwei. Einer darf mir folgen. Ach, die wollen zusammen kämpfen. Das ist nicht. Das wären dann 160 Leute. Das ist zu viel. Das kann ich nicht ab. Das geht nicht. Einer würde gehen. Zwei sind einer zu viel. Das funktioniert nicht. Außer ich kann mir in der Stadt jetzt die Gefangenen verkaufen und eventuell noch ein paar starke Kavallerieleute kaufen. Dann könnte das funktionieren, ansonsten sehr ungünstig. Anmachen. Bauen. Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Denn ich brauche ja, wie ich schon erwähnte, auch noch ein wenig Infanterie. Nur Kavallerie und nur Bogenschützen ist nicht gerade so effizient. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier verkaufen kann, meine Gefangenen, laufen wir mal in die Stadt. Einmal zur Schenke. Wachmann, Spinner und Pussy. Nein. Schade. Gut, aber ich kann auf jeden Fall mein Zeug verkaufen. Weil ich könnte das auch in meine Bank legen. Für ein eventuell später von mir geplantes Gelage. Dementsprechend werde ich jetzt nicht alles verkaufen. Den Met behalte ich auch. Halte ich auch ein. Wurst, die können meine Leute hier essen. Aber hier das ganze normale Fleisch, das kann alles auf jeden Fall weg. Oh, ist schon zu viel verkauft. Das kann sich der Laden hier gar nicht leisten. Warenhändler. Einmal Ale. Trauben. Trauben behalte ich mal auch. Die lege ich in meine Ruhe. Wurst, davon können sich meine Leute ernähren. Käse genauso, Korn auch und das Fleisch weg. Gut. Rüstungstechnisch, ich könnte mir natürlich jetzt hier, aber meine Rüstung ist ja besser. Schuhe könnte ich mir kaufen, dann wäre aber mein Geld alle. Kann ich nachher meine Leute nicht bezahlen, ist auch nicht so gut. Und dann einmal zu meiner Burg und die ganzen Sachen da abladen. Und vielleicht treffe ich ja die Kollegen, die eben gerade hier langgelaufen sind, auf dem Weg dorthin nochmal und kann die dann verprügeln. Das ist einer von meinen Leuten. Hier sind die beiden. Also es wäre schon gut, wenn der andere jetzt kurz umdrehen würde, um mir dann zu helfen. Weil alleine wollte ich dann auch nicht gegen die beiden kämpfen. Ja, die scheinen nicht darauf reinzufallen. Ja gut, ich werde das jetzt, glaube ich, einfach tun. In der Hoffnung, dass ich den Typen plattgehauen kriege. Ah, ich würde sagen, der ist zu weit weg von seinem Kollegen. Nein. 170 gegen meine 73. Da will ich doch mal schauen, dass ich das hier gewinne. Wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn der andere Kollege, der da von uns vom Königreich Schweden rumgelaufen ist, mich unterstützt hätte. Aber er hatte einfach nicht das Bedürfnis dazu und so kämpfe ich jetzt hier mit meinen Mannen alleine gegen die 170 Gegner in der Hoffnung, dass ich die auch platt mache. Na gut, er scheint viele auch schlecht ausgerüstete Leute dabei zu haben.
Hat aber auch richtig gut was ausgehalten, muss ich ihm lassen. Ich steig mal ab und säg mich hier durch die Masse. Oh, ich habe gelevelt. Schön. Hat mir aber auch kräftig eine reingehauen. Muss ich ihn mal lassen. So, neue Gegner. Auf, Mann. Reitet sie nieder. Das sieht gut aus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die so viele sind, sieht das doch sehr gut aus für mich. Ich hätte das eigentlich schlimmer erwartet, aber das läuft. Spaltet ihnen die Köpfe! Ja, sie scheinen langsam alle die Flucht zu ergreifen. Zumindest sehe ich hier ganz viele Gegner laufen. Ja, ich denke mal, das war's. Da hinten der, das ist wohl der letzte, der jetzt noch abhaut. Das war's dann. Außer die Reiterei wird ihn platthauen. Das weiß ich ja nicht. Ja, das war's. Ich würde sagen, erfolgreich die 170 Gegner zu Brei gehauen. Verluste bei mir 6, 12 Verwundete. Ich habe noch nicht alle vernichtet, also sind noch ein paar übrig. 60 sind noch. Gut, ich denke mal, die 60 werden wir jetzt auch schaffen, ich und meine Mannen. Das dürfte jetzt nicht mehr das Problem sein. Wobei meine Kavallerie schon stark dezimiert wurde, muss ich ganz ehrlich feststellen. Das ist gar nicht so schön, aber gut. Es fliegen schon die ersten Bolzen. Okay, das war scheinbar nicht so intelligent von mir. Überhaupt nicht. Das war total schlecht. Ich hätte warten sollen, bis meine Leute eingetroffen sind, alle. Damit ich dann auch vernünftig kämpfen kann, weil so war der Kampf gerade mies. Gut. Rückzug. Aha, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen aufladen, bevor ich hier wieder was machen kann. Ja, wenn der Kollege da geholfen hätte, wäre das alles anders gelaufen. Aber der hatte nicht das Bedürfnis dazu. Gut, einige Zeit hier warten. Um mich und meine Mannen zu regenerieren. Ich hatte gelevelt, ich wollte ja auch meine Anführerschaft erhöhen. Dafür brauche ich Charisma, richtig? Ja. Wie viele Punkte brauche ich denn für den nächsten Punkt? Steht da ja schön, ich wüsste aber gerne, wie viele. Die Abstufung. Stand doch sonst auch immer da. Ja. Gut. Dann eben noch nicht plündern. Machen wir mal einen mehr. Ich glaube, das hatte schon jemand anders, ne? Machen wir zurück. Irgendjemand anders hatte schon plündern von meinen Leuten. Dann mache ich mir Wurfkraft und fertig. Gut, meine Truppen sind auch nochmal alle ausgebildet, beziehungsweise haben sich ausgebildet und jetzt erweitert werden. Soldaten, ich brauche Infanterie. Sagt, Infanterie brauche ich. Ein wenig mehr Infanterie. Gut. Ich werde jetzt ein paar mehr Leute haben, nicht viel, aber ein bisschen. Und werde mir jetzt erstmal noch ein paar neue Rekruten organisieren. Vielleicht treffe ich die Jungs jetzt gleich nochmal wieder, die mich eben verprügelt haben. Der Kampf lief ja nicht unbedingt so gut. Leider. Ja, das war wieder der Suicide-Modus, der mich dazu gebracht hat, den Kampf zu verlieren. Ich glaube jetzt aber leider, dass die abgehauen sind. Weil direkte Spuren sehe ich auch keine mehr. Schade eigentlich.
Oh, ich hab sie. Wer sind sie? Sie greifen eine Karawane an. Jetzt kann ich mich einmischen. Lebenspunkte bei mir 30, da kann ich helfen. Ja, Angriff. Durch die Karawane habe ich mit den Leuten der Karawane jetzt natürlich viel mehr Leute und das dürfte jetzt auch gut laufen. Meine Kavallerie hatte sich ja auch schon wieder ein wenig erholt. Okay, wir kämpfen am Fluss. Also wie schon gesagt, diesmal nicht wieder absteigen, weil ich sonst wieder zu viel Schaden kassieren würde. Wenn ich natürlich von meinen eigenen Leuten geblockt werde, ist das auch nicht sehr gesund. Einfach immer ein bisschen durch die Masse reiten. Oh. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Denn ich würde hier sehr ungern sterben. Wieder einen blöden Bolzen abbekommen habe. Ja, dann müssen meine kleinen Fußtruppen das jetzt hier regeln. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch irgendwie was so reinwerfen kann. Und wenn sie mal ihre Armbrüste weglegen würden, die Gegner, könnte ich ja auch, genau, könnte ich auch da durchreiten, ohne zu sterben. Das war nicht der Fall. Damit ist der Kampf für mich jetzt leider an der Stelle auch wieder verloren. Leider. Muss weiterziehen, denn ohne Leben kann ich gegen die Typis leider nicht kämpfen. Er verfolgt mich. Okay, er hat aufgehört, mich zu verfolgen. Ja, ich muss halt einfach warten, bis meine Mannen sich wieder mal ein bisschen regeneriert haben. Sonst wird das hier nichts. Echt kacke. So, Lager aufschlagen, einige Zeit warten. Oh, da ist noch einer. Jetzt ist die Frage, ich bin bei 16%, kann ich also nichts machen. Würde ich mich persönlich lieber zu meiner Burg zurückziehen? Oder ich verfolge ihn jetzt. Ich behalte ihn im Auge und wenn ich mich regeneriert habe, weit genug, dann würde ich ihn totschlagen. Nur aufpassen, nicht, dass der auf einmal wieder zurückläuft, weil dann habe ich ein Problem. 31% habe ich schon wieder, okay. Jetzt sind auch meine Gefährten wieder aktiv, dann geht die Heilung ein bisschen schneller. Denn die Tussi, die auf alles auf Heilung hat, kann mich natürlich dann relativ schnell wieder zum Leben bringen. Und dann würde ich jetzt eiskalt auch behaupten, dass ich den Typen jetzt auch platt machen kann. Großteil meiner Truppe ist wieder einsatzbereit. Ich selbst habe auch schon wieder gute 50% Leben. Und damit würde ich sagen, kann der Kampf jetzt hier auch starten. Und dann würde ich die Typen hier platt hauen. Ich hätte natürlich gerne die anderen platt gehauen, weil die hatten auch noch viele Gefangene. Das wäre für mich natürlich wieder neue Leute, die ich jetzt brauche. Dringend. Da meine Verluste ja nun doch ein bisschen größer waren. Ich wollte nichts mit dir besprechen. Ich wollte dich totschlagen. Ich muss mich ja rächen dafür, dass ihr mich davor verprügelt habt. Da muss ich mich jetzt für rächen. Und das tue ich nun auch. Da kommt mir ein Pferd direkt entgegengeritten. Ich würde sagen, der muss gleich erstmal ein paar schöne Speere fressen. Das ist der Graf selbst. Na, damit ist er denn jetzt wohl hin. Und wir nehmen uns jetzt die letzten paar von seinen Bauern vor hier. Nehmt sie auseinander, Mannen. Es ist die Rache dafür, dass seine Kameraden mich davor ein wenig gehauen haben.
Ach, leider nicht getroffen. Gut, die habe ich jetzt erfolgreich plattgehauen. Es war auch nicht so schwer, mit vollem Leben und voller Mannschaft gegen welche, die zahlenmäßig unterlegen sind, ist halt einfach mal kein Problem. Gegen die davor, die zahlenmäßig überlegen waren, war das schon gar nicht so einfach. Ach, ich kann ihn sogar noch gefangen nehmen. Ja, seine Leute leider nicht, da ich ja die Gefangenen nirgendwo verkaufen konnte. Gut, dann einmal zu meiner Burg, wo ich die ganzen Sachen noch abladen möchte. Und dann würde ich sagen, ist die Folge hier auch erstmal zu Ende. Ich kann mir noch ein paar Sarazenen mitnehmen, wenn ich hier schon bin. Ja, die möchten nicht. Dann nicht. Einmal zu meiner Burg. Und dann, wie gesagt, die Sachen, die ich hier im Inventar hatte, wollte ich abladen. Und die Gefangenen halt, also zumindest den Grafen. Die anderen kriege ich ja leider alle nicht verkauft, was ich schon sehr tragisch finde. Ich habe in meiner Burg aber auch viel Geld zu sitzen, so an Grafen und Herzogsspinner und was nicht noch alles. Das lohnt sich schon. Also wenn die irgendwann mal jemand freikauft, habe ich viel Geld. So, Garnison. Du darfst dich dort niederlassen. Haben für dich auch schon ein Bettchen vorbereitet. Den komischen Spinner möchte ich da abgeben. Den will ich nicht haben. Und dann ist das fertig. Dann einmal in die Halle der Fürsten. Hier möchte ich dann in meine schöne Truhe ein paar von den netten Sachen, die ich erbeutet habe, platzieren. Met habe ich da schon. Kaufen. Das ist Salz. Gewürze. Einmal Butter, aber nicht angefressen hätte ich gerne. Ja, das hier, Wolltuch, Rohseide, Wurst. Wurst und ein bisschen Dörrfleisch, dann ein Käse und ein Brot. So, gut. Das ist damit abgeschlossen. Das Ale wollte ich auch noch. Genau, das Ale. Ale. Den Rest könnte ich theoretisch verkaufen, aber da das die Sachen sind, die auch von meinen Leuten gegessen werden, behalte ich das einfach. Früher oder später ist es ja dann eh aufgegessen. Okay, naja, ich kann da nochmal zurücklaufen zur Stadt. Also ich laufe mal zu der Stadt. In der Hoffnung, dass ich da meine Gefangenen endlich mal loswerde. Und ich könnte mir hier in den Dörfern auch schnell noch ein paar Leute anwerben. Und ja, dann wird es das gewesen sein mit der Folge für heute. War nicht so effizient. Hätte besser laufen können, aber gut. Ich habe immerhin die 170 Leute stark dezimiert. Das kann man nun mal nicht abstreiten. Und ich denke mal, das ist doch ein sehr guter Anfang. Ist besser wie nichts zumindest. Es hätte schlechter laufen können. Ist definitiv. So. Ja, 64 Leute habe ich inzwischen auch wieder. Das ist auch nicht so schlecht. Dann einmal zur Schenke. In der Hoffnung, dass hier auch einer ist, der meine Sklaven kauft. Schlecht aus, aber die Elite-Schwertkämpfer nehme ich gerne noch mit. Ein paar gute Leute, ist immer gut. Und dann, ja, gut, ich würde sagen, an der Stelle beende ich dann die Folge für heute. Und wir sehen uns natürlich gerne in der nächsten Folge wieder hier bei Greifer Company. Mit mir, dem Greifer natürlich. Und lasst noch ein paar Kommentare da, das dürft ihr nicht vergessen. Ein paar nette Däumchen oder schlechte Däumchen, je nachdem, wie euch die Folge hier gefallen hat. Ansonsten würde ich nur noch sagen, auf dann, Kameraden, macht's gut, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.